Dann starte ich auch mal. Nein. Doch, hatte ich vor. Ach Mann, das war doch gar nicht absichtlich. Verbietest du mir jetzt sogar zu streamen oder was? Wieso sogar? Als würde ich jetzt so viel verbieten. Ehrlich mal, ey. War eigentlich gar nichts. Richtig. Wäre auch sehr fragwürdig. Ich wollte gerade sagen, als ob ich irgendwie auch nur ansatzweise das Recht hätte, dir irgendwas zu verbieten. Kruzifix nochmal! Und damit herzlich willkommen im Stream. Oh, scheiße. Schön. Oh, was ist denn von den Bauteilen leer? Oh. War ja klar, uns fehlen Motoren. Natürlich, was denn sonst? Uns fehlen 210 Motoren. Ja, so geht das. Aber 210 ist ja jetzt auch nicht so... Nö. Kein Weltuntergang, nichts, was wir nicht herstellen können. Ja, habe ich schon hergestellt. Oh, siehst du. Aber das andere ist eher ein Weltuntergang. Oh nein, was denn? Die Steuereinheiten. Hatte ich irgendwie so befürchtet. Was brauchen wir dafür? Obwohl, das geht eigentlich. Was wir eigentlich nur brauchen, sind schwere modulare Rahmen. Davon brauchen wir 100. Also quasi 200 für den Meilenstein auch noch. Genau, den Meilenstein und 100 für die Steuereinheiten. Hm. Den Rest haben wir eigentlich en masse. So, jetzt brauche ich hier nochmal ebenso als Zwischenhilfe. Muss nicht schön aussehen, muss nur... Ups, naja, aber gerade sollte es schon sein. So sollte es auch passen. Jetzt muss ich nur die richtige Höhe treffen, ne? Fehlendes Material. Oh, ich Idiot. Echt mal. Achso, das war jetzt auf mich bezogen. Dass du ein Idiot bist? Ja. Oh. Was habe ich hier gelöscht? Oh. Ich weiß es nicht. Hallo, Rotfuchsi. Hallo, Rotfuchsi. Ah. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum wir nicht so viele so wenig Tickets bekommen. Ich habe die Massenproduktion nicht dran angeschlossen. Ups. Hm. Die Zugschienen sehen übrigens richtig nice aus, die du gebaut hast. Dankeschön. Ich wollte es eigentlich erst mit Templates machen, aber das war mir viel zu nervig, viel zu viel Aufwand, also habe ich das einfach händisch gebaut. Und das ging bedeutend schneller. Ja, glaube ich. So, und was sollte ich mir angucken? Ach so, ja, warte, ich hole eben Stahlträger und dann kommen wir eben gemeinsam zur Fabrik. Okay. Warum ist mein Inventar so voll? Weiß ich nicht.
Selbstgespräche. Oh, shoot. Ich habe vielleicht vergessen, Discord zu entmuten. Jetzt bist du auch in meinem Stream zu hören, im Übrigen. Wuhu. Irgendwas vergesse ich immer. Ich war schon froh, dass ich dran gedacht habe, mich selber zu entmuten. Okay. Kuckuck. Das Teil ist ja zum Glück überhaupt nicht so groß, ne? Das ist ja ganz klein. Jo. Zum Glück. So, während du da rumhantierst, kann ich mal eben noch ein paar DNA-Kapseln herstellen. Mhm. Weil mich haben vielleicht ein paar Viecher angegriffen. Katzen. Viecher. Katzenviecher. Katzenviecher. Warum habe ich Kohle im Inventar? Ich kann schwören, dass ich die schon dreimal weggeschmissen habe. Das wiederum kann ich dir nicht sagen. Wieso nicht? Mann, eh. Streng dich an. Naja, keine Tickets ist jetzt auch ein bisschen übertrieben mit 22, ne? Ja, aber wir hätten eindeutig mehr gehabt. Ich geh mal eben shoppen. Oh. So. Bei der Verwaltung haben wir alles. Bei der Organisation darf ich die Werbetafeln kaufen? Selbstverständlich. Die kosten 10, ne? Ja. Okay. Was möchtest du sonst noch so haben? Wir hätten noch 12 Tickets. Wait a moment. Let me have a look. Ach ja, und ich habe noch was Gutes und was Schlechtes rausgefunden. Okay. Was willst du zuerst hören? Ist mir egal, du überbringst mir sowieso beide Nachrichten. Dann machen wir erst die schlechte Nachricht. Mhm. Wir sind Idioten. Warum? Wegen unseren Festplatten. Hm? Und zwar, wenn wir die Festplatte erforscht haben, ne? Mhm. Haben wir ja oben rechts immer diese Festplattenbibliothek. Haben wir? Ja. Wenn die Festplatte erforscht ist, aber noch nichts ausgewählt ist. Ja. Die zwei Sachen, die da drauf angezeigt werden, ne? Ja. Die sind dann aus dem Preispool raus. Okay. Das heißt, wenn das Kacke ist, lassen wir das einfach als Festplatte drinne und erforschen die nächste. Das heißt, das taucht dann erstmal nicht wieder auf. Das heißt, damit wir unsere Chance steigt, gute Rezepte zu bekommen. Oh, wow. Und da wir jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, ich glaube 15 Festplatten rausgehauen haben, wovon ich glaube mindestens 7 Stück eigentlich Kacke waren, hätten wir uns da echt was Gutes aufsparen können. Hm. Ja, das ist doof gelaufen. Genau. Die gute Sache ist, wir können es immer noch machen. Ja. Ich meine, viel bleibt ja im Shop auch. Also so extrem viel bleibt im Shop nicht mehr. Ich würde erstmal warten noch. Okay. Wenn du jetzt nichts Wichtiges mehr hast, so gesehen, ne, würde ich dann auf das nächste warten. Ja, dann packe ich die Tickets erstmal hier hinten in die Truhe rein. Ach, hier ist sowieso noch eins drin. Nice.
cool. Dann brauche ich auf jeden Fall, haben wir noch irgendwo hier? Ich brauche die Kristalle. Die Quarzdinger. Organisation. Große Werbetafel. Scheiße. Scheiße? Quarz. Sand. Oszillator. Ventilator. Oh. Schön. Oh, wie diese ganze Ausrufezeichen auf der Karte oben auftauchen. Mhm. Ich kann auch noch welche davon herstellen. Nice. 10 Stück. Möchte ich aber nicht. Wieso nicht? Weil mir 5 Schilder, glaube ich, erstmal reichen. Willst du erst zu Ende bauen und dann zeige ich dir das? Oder willst du erst gucken? Ja, wäre ganz cool. Du könntest aber schon mal helfen, wenn du willst. Ja, was kann ich tun? Du schmeißt dein komplettes Inventar raus. Also nicht auf den Fußboden, sondern irgendwo eine Kiste hin. Und dann siehst du hier die 3 Schilder. Ja. Damit müssen die Sachen befüllt werden. Naja, komm, ich muss es sowieso von unten nochmal neu holen, dann kann ich es auch direkt da reinschmeißen. Ich schätze mal, dass wir die für die nächste Phase sowieso alle auch nochmal brauchen. Ja, leider schon. Ja, vielleicht sollte ich nicht alle modularen Rahmen nehmen. Oh, falsch. Was? Ah, ich habe nur was falsch gemacht. Ach so, ich dachte ich. Nein. Piu, da hab ich ja nochmal Glück gehabt. So. Stahlrohre noch ein paar. Stahlbetonträger noch ein paar. Achso, du brauchst nur eins davon. Hau dir damit dein komplettes Inventar voll. Mhm. Und ich würde das dann auch gleich machen mit. Du musst mir nur sagen, was du geholt hast. Dann hole ich die Stahlrohre. Okay, dann hole ich gleich Stahlbetonträger. So. Na komm, du schaffst es. Flieg, kleiner Vogel, flieg.
So, ich hätte... Ach ja, gut, doch, das passt relativ gut. Warte mal, warum? Nee, warte. Das ist mein Inventar. So, ja. Oh. So, du hattest jetzt Stahlrohre geholt, ne? Genau, fehlen nur noch Stahlbetonträger. Okay, die hole ich dann eben. Und für... Moment, Steuer... Ah, und dann brauchen wir noch automatische Verkabelung bei dem... Okay, dafür müssen wir einen Container aufbauen. Meinst du hier vor einen doppelten Container? Ja, für... Warte mal eben. Ach, genau. Ein Input muss noch... wie heißt es gleich noch? Mir fällt der Name nicht ein. Von dem einen hier rein... Da. Ja, genau, von dem anderen. Mhm. Da würde ich aber ein, wie heißt es gleich noch einen Container dazwischen setzen. Echt nicht direkt da rein? Nee, weil ich nicht weiß, wie schnell die Produktion von den Steuereinheiten ist. Wenn die eine Steuereinheit zum Beispiel 40 Minuten braucht, aber ein so ein schwerer Rahmen in 30 Sekunden erledigt ist... Ja, dann ist das Förderband hinterher voll. Genau, dann können wir es ja eher aufsparen, indem wir... Großer oder kleiner Container? Na, pack einfach einen großen Container hin. Hab keine Stahlbarren mehr. Warte, doch, hab ich. Ich hab sie nur weggeräumt. Ah. Ich wollte schon sagen, ich hab doch eben welche davon geholt. Oh, super, das passt perfekt. Bau den mal noch einen hoch. So. Ja, bau mal. Schnur gerade die Kacke. Ja, guck mal, ein Träumchen, als wäre es abgezählt gewesen, dass ich den Container da so hingestellt habe. Ja. Das war reiner Zufall. Was hat Rainer damit zu tun? Entschuldigung, dann war es halt Karl-Zufall. So, aber ich bin mal ganz kurz, ich räume mal eben den Container hier weg, damit du Platz hast. Falls hier noch ein Maschinchen hin muss. Nö. Ich räume ihn trotzdem leer, weil da mein Stuf drin ist. Dein Stuf? Der gute Stuf. Der allerfeinste Stuf natürlich. Und dann bin ich mal ganz kurz AFK. Was? Ja. Und gleich wieder da. Okay, doch. Ich lasse euch zugucken, wie er da Dinge baut. Also bis gleich. Viel Spaß. Seite, wo Sachen reinkommen. Ah, was ist doch.
Jo. So. Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Damit kriegen wir hier langsam echt ein Chaos angerichtet bis zum geht nicht mehr. So, damit werden Steuereinheiten produziert. Ah, nice. So. Dann haben wir schon 7 Stück. Nice. So, was fehlt da oben jetzt noch? Ah, Gummi.
Dann holen wir noch eben fix Gummi, damit das Ende da fertig wird. Und wir können da noch MAM-Forschung machen, weil wir ja Dingenskirch brauchen. Computer für einige Sachen. Das können wir eigentlich gleich mal umsetzen. Nappen Zuschauer. What gave bei dir? Mani kommt auch gleich wieder, die ist nur gerade weg. Wem sagst du das? Nur müde. Ich hätte heute Morgen auch einen Gabelstapler gebraucht, um aus dem Bett zu kommen. Oh ja, irgendwas heute war kacke. Ich bin auch überhaupt nicht hochgekommen. Total den Durchhänger gehabt. Ja. Hmm.
100 sollten doch erstmal reichen, oder? Ja. I am back in business. Oh, welcome back. Ich habe ein paar Sachen noch, die wir im freischalten können. Oh ja. Dafür brauche ich aber noch Tier-DNA-Punkte. Oder diese DNA-Flaschen. Ach scheiße, jetzt habe ich eben 6 davon geschreddert. Oh. Meinst du das für die Megafauna? Ja, genau. Mhm. Ja. Euer Katerium sind wir ja auch fast durch. Mhm. Warte eben. Ah. Ups. So. Du hattest diese Oszillatoren, ne? Mhm. Okay, die bräuchte ich. Rein zufällig für das, wo du auch die Nobelisten für brauchst? Das weiß ich nicht. Wow, da wäre ich besser zu Fuß hingelaufen. Weil 5 brauchst du auch für das Ding, wo du auch die Nobelisten für brauchst. Ja, dann die. Weil die Nobelisten habe ich gerade geholt. Oh, nice. Das war bei Quarz. Shoot. Hast du noch 40 Nobelisten? Ja, wait a moment. Ansonsten gehe ich eben an die Kiste und hol. Ja, fertig. Oder soll ich dir hinschmeißen? Ach so. Ich kann dir auch hinschmeißen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Nobelisten hast du? Ja, jetzt genügend. Okay. Hast du noch hier die Quarz? Sind noch die Quarzdinger. Nice. Bräuchte ich dann gleich nur den Rest wieder für die Schilder. Ja. Pulse Nobelisk unlocked. This ammunition for the Nobelisk detonator generates a powerful shockwave capable of repelling nearby objects, including the user. Unrelated. Please ensure all your fix-it liability waivers are up to date. Ach so, ja. Ne? Damit Fix-it auch ja nicht für uns haften muss. Mhm. Potential for harnessing alien energy completed. Fix-it has identified 2 development tracks requiring additional research to integrate Summersloop safely and efficiently into Fix-it technology. The loop organ contains scripture, contains instruments to compose symphonies of root and odd and recycling. Shrines to evolution and revolution. Oh, verdammt. Was hast du jetzt erforscht, dass das kam? Alien-Technologie. Ja, aber was mir da? Das Fragezeichen. Ach so. Da, genau den. Ja. Aber jetzt fehlen mir genau die 10, die ich da eingesetzt habe. Weil den würde ich gerne bauen. Ja, einverstanden. Ja, wir haben davon auch nicht mehr genug von dem Sam Erz. Was? Oder förderst du das schon? Ja, schon die ganze Zeit. Oh. Das wusste ich, natürlich. Mhm. Nice, die ersten 32 von den 100 sind schon fertig. Das geht ja in Anführungszeichen relativ schnell. Mhm.
Weil ich da auch noch zweieinhalb pro Minute, ja, okay. Ja, genau, weil ich da die Übertaktung reingehauen habe. Oh boy, mit 250% zweieinhalb die... Mhm. Oh mein Gott, ja, okay, ansonsten wird es halt einfach 100 Minuten dauern. Mhm. Das wäre halt schon relativ lange, ne? Oh ja. So, ich mach mal direkt 210 von diesen Sam-Fluktuator. Mhm. Nicht, dass wir direkt davon einen bauen können. Oh, was meinst du, wie das ausartet, wenn hinten das Kraftwerk an Strom geht? Irgendwann mal. Oh ja. Ja, dafür muss ich das erstmal fertig bauen. Der war gut. Möchtest du mir diese Quarz-Opsi-Dumsis da geben? Nee, die brauche ich ja noch für die Forschung. Nein. Du brauchst noch mehr davon? Nö. Wie nö? Also kann ich sie doch haben? Ja. Müsstest du halt nur abholen. Wo bist denn du? Beim Stahl. Hm. Verstehe, oder, verstehe. Oder du baust sie dir eben selbst. Wo haben wir denn die Quarzkristalle? Wo werden die gelagert? Beim Stahl. Dann kann ich die auch bei dir abholen kommen. Ich bin unterwegs. Ja, ich bin aber fertig, du brauchst nicht loslaufen. Okay. Brauchst du noch Quarzsand? Ein bisschen was, ja. Also so ein Stack, das wäre ganz cool. Weil ich habe ein bisschen was abgeändert, wo wir gestern angefangen hatten, an den Betonsäulen. Mhm. Ich habe die Betonsäulen weggemacht. Das sieht deutlich cleaner und nicht mehr ganz so klobig aus jetzt. Okay. Also nicht komplett weggemacht, aber fast komplett. Sodass die Beleuchtung noch dahinter versteckt wird, aber der Rest halt nicht mehr. Okay, das ist nice. Und da hätte ich gleich gern mal eine Meinung zu. Nee, jo, kriegen wir hin. Miau. Ach, ich wollte die noch für die Megafauna wollte ich die eigentlich machen. Für die was? Megafauna. Ach, Fauna. Ich habe Megafon verstanden. Power Augmenter unlocked. Summersloops naturally harvest. Harvest? Yes, harvest energy from distant sources and distribute it locally. The Power Augmenter supercharges Summersloops by feeding it local power, increasing its harvesting range and efficiency, and thus power output. Basically, the more power it's given, the more it provides. Do not loop the loop organ. It will shred and tear and unravel the threads, many temples burned. Good to know, that confirms that hypothesis. Oh, wir brauchen noch 8 Summersloops. Für diesen. Mhm. Für dieses Ding. Ah. 8. Ich lade mal eben. Interaktive Karte. Discord. Oh Junge, sieht das aus mittlerweile. Mhm. So, Artefakte.
Dann gehen wir jetzt beide auf Summerslope-Suche. Yes, ich gehe bei mir hinten an der Fabrik suchen, weil da wohl noch relativ viele sind. Ja, warte dann da mal eben, dann zeigst du mal, was du geändert hast und Meinungen und so weiter. Jo. Hast du Munition mitgenommen? Jo. Also das, was du mir irgendwann mal an Munition gegeben hast. Okay, hol dir neue. 239. Ja, ich habe gestern 1500 verbraten. Oh. Ja, nee, ich benutze auch ganz oft den Schlagstock noch, also von daher. Ah, okay. Schon. Aber gegen diese Alphas ist die Gun mega. Ja, da benutze ich die Nobelisten. Okay. Hier wird alles weggesprengt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ach, ich habe übrigens auf der anderen Seite der Fabrik die Rohre jetzt auch fertig gemacht. Oh, nice. Weil dann könnten wir auch gleichzeitig, während wir farmen oder diese Sommerslopes suchen, Merkasphären und Getier sammeln. Auf jeden Fall. Ja, ohne diese Pfosten sieht das bedeutend besser aus. Ja, ne? Ja, auf jeden. Nice. Willst du links oder rechts langlaufen von deiner Base aus? Willst du Richtung Westen oder Richtung Osten? Ich würde Richtung Westen gehen. Okay. Die wir schon eingesammelt haben, die werden da ja drauf... Ausgeblendet. Überall ausgeblendet, ne? Ja. Okay. Weil ich musste mir die Artefakte ja grundsätzlich erstmal einblenden. Genau, nee, das wird, wenn du das Safe reingeladen hast, wird das synchronisiert. Ja, genau, das, was du mir eben noch geschickt hattest. Genau. Weil dann soll angeblich... drunter direkt noch irgendwo eine sein. Warte mal, dann ist hier hinten auch noch einer. Ach, da ist bestimmt eine Höhle. Oh, Uran. Uran ist ungünstig. Ja, denke ich mir auch. Meine Güte, wir brauchen gar keine Viecher mehr klatschen. Du hast ja alles liegen lassen, was du mal gehauen hattest. Tüdelü. Achso, ich wollte nach Westen gehen, ne? Ja. Mhm. Zieh sich in die falsche Richtung gelatscht. Das müsste da hinten dann sein, in dem Gebiet, wo vorher Schmu war. Oh. Die Sachen geben übrigens wie heißt das gleich noch, ein Voice von sich. Welche nicht Voice. Sachen? Du kannst dich anhand des Geräusches orientieren, meine ich. Ach so, ja. Bei mir war das jetzt in der versteckten Höhle. So. Und wie war dein Arbeitstag heute? Ultra stressig.
Oh, wie nervig. Ha! Ihr habt mich total erschreckt. Wäre auch zu schön, wenn ich da oben drauf hätte stehen können. Jo. Oh, hier sind auch irgendwo Spinnen, ich höre sie doch. Du meinst Katzen? Ja, das auch. Oh. Gott sei Dank. Das hat nicht so gut geklappt. Nicht? Nee. Aber müsste die nicht eigentlich irgendwo hier sein? Das Problem ist, durch die Musik höre ich es nicht. Ach. Moment. Hier mal kurz ein bisschen näher ranzoomen. Ja, die muss nämlich da oben irgendwo sein. Ist gar nicht hier unten. Angeblich. Die können sich auch. Ich muss die Musik ausmachen. Ich höre gar nichts hier. Ja. So. Ah, ich sehe sie. Ja. Also die können auch wirklich irgendwo untergehen, ne? Ja, die, ich muss hier Bauxit abbauen, damit ich an die Sphäre überhaupt rankomme. Ah. Oh Gott. Oh mein Gott. So, hier ist der See. Wo ist das Kackviech? Genau das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo es lauter wird.
Ich hab mich schon mal wieder irgendwas angeknurrt. Da. Okay, der Sommersloop und so, der werden auf jeden Fall irgendwo unten sein. Boah, da werde ich nie wieder hochkommen. Wenn ich hier jetzt runtergehe. Aber du hast doch dein Jetpack am Start, oder nicht? Ja, so weit kann das Jetpack aber nicht fliegen. Wie? So weit hoch komme ich mit dem Jetpack nicht. Ich muss die ganze Klippe runter. Ach so. Weil ich höre es hier. Aber nur sehr, sehr leise. Komm, was soll der Geiz? Da unten ist eine Mörkersphäre. Angeblich. Ja. Und der Sommersloop ist da auch. Und Katzen. Nice. Ja, ganz toll. Ist es jetzt schon tot? Nein! Das ist auch definitiv ein großer! So, jetzt ist die Frage, wie viele hast du denn schon? Eine Mörkersphäre. Und Summersloop noch gar nicht? Nope. Okay. Also jetzt gleich eine Summersloop. Was bist du denn für ein hässliches Teil? Oh, ich habe noch gar keinen Sommersloop selber gesammelt. Oh, nice. Oder nicht nice? Ja, Lea. So auf jeden Fall nicht. Ich muss mich gerade mal aufheilen. Ich habe gerade nicht mehr so wahnsinnig viel Leben. Aber hier soll eigentlich weiter links auch noch eine Mörkersphäre sein irgendwo. So ganz eigentlich. Okay. Ich weiß gerade noch nicht so ganz wo. So, das muss relativ mittig von dem See sein. Ach, oh wow. Ja, wow, Stinkepflanzen. Gefunden? Mhm. Sauber.
Boah, die Kackteilen können springen. Meinst du die Spinnen? Ja, die großen. Was? Tagträumen wird von meinem Budget abgezogen. Das war frech. So, das ist. Hier zwischen müsste das sein. Moment, es ist jetzt schon ein zu weit. Also dazwischen irgendwo. Can you hear me? Crescendo, the effigy found the key. Sing more. I was not created for artistic purposes. I am incapable of singing. You sing. Noted. Lol. Die unterhalten sich drüber, ob Ada singen kann oder nicht. Oh, wow. Ja. Oh, Elektroschneckchen. Ja, die nehme ich auch alle mit. Kein Platz. Was? Schmeiß irgendwas weg. Bin ich denn mit Blättern? Wegschmeißen. Definitiv wegschmeißen. Absolut. Oh, kacke, ich hätte Treibstoff mitnehmen sollen. So, aber eigentlich... Nee, die ist da oben drauf. Die ist nicht hier unten. Das Geräusch wird lauter und das Knurren auch. Toll. Da komme ich nicht hoch. Also bis jetzt bin ich jede Höhe hochgekommen. Ich habe immer noch den Biotreibstoff. Ja, du darfst auch nicht gedrückt halten. Sondern wenn du schnell hintereinander drückst, dann kommst du höher. Oh. Und fliegst auch länger. Wow. So, das war die nächste. Dann ist eine auf dem Wasserfall mitten drauf. Hilfe. Wobei ich mehr Mercer-Sphären finde gerade. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich meine, brauchen tun wir sowieso alles, also von daher. Ja, genau. Deswegen ist es wirklich, ja, egal. Ja. Oh, ich höre die Spinne. Ekelhaft. Man sollte hier nicht eigentlich... Nee, die Spinne ist nicht das... Also doch, die Spinne ist das Problem, aber... Eher, dass sie ungefähr 2 Kubikmeter groß ist. Mhm. So, dann ist ein sowas da oben.
Komme ich da jetzt nochmal hoch? Weiß ich nicht. Level 3. Wow. Ich will nicht in die Strahlengebiet. Nein. Das macht auch noch Schaden, ey. Theoretisch. Im Moment, ich bin ja schon dran vorbei, oder nicht? Nee. Weiß nicht. Oder Spinnen. Na toll. Ich hasse Spinnen. Ich auch. So, jetzt bin ich hier ungefähr. Kann ich mir auf der Karte irgendwie die ganze Karte einblenden lassen und nicht nur das, was wir schon entdeckt haben? El Momento. Du musst bei Spielerinformationen. Das ganz rechts oben, das Symbol. Unter dem Upload. Unbekannte Gebäude. Hä? Ja, und rechts daneben. Ach so. Ja, das ist bei mir da drunter. Oh. Ja. Dann hast du es nur klein gezogen, das Ganze, ne? Ja. Okay. Ja, bei mir ist das ein bisschen größer. So, das wird... Das wird dieser Bubbel hier sein, der hier noch auf der Karte schwarz ist. Den Summer Slope haben wir. Modulare Rahmen. Das hört sich gut an. Ich darf auch nicht zu weit weg, weil sonst wird das alles ein bisschen sinnbefreit. Weil wir noch keine Infrastruktur haben. Mhm. Ja, Riesenmoppelchen. Verdammt. Oh, das war sehr knapp. Festplatte. Können wir ja direkt herstellen, ne? Erforschen oder willst du irgendwas mit einer Festplatte bauen? Nö. Ja. Kannst du direkt erforschen. So. Den haben wir auch. So. Fuesplate. So. So, jetzt gehe ich da oben noch hin, hol noch eine, zwei Mercer-Sphären und einen Soma-Sloop und dann, wie viele Sommerdinger hast du? Im Momento, ich muss mich eben kurz orientieren. So. Ich muss mich nur einmal umdrehen. Ich habe 5. Ich habe 2. Wie viele brauchen wir? 8. Also fehlt noch eine. Jo. Wunderbar. Dann, Aber du kannst auch gerne zurück, weil auf... Ich habe mich jetzt so orientiert... Oh Gott. Ich habe mich jetzt so orientiert, dass ich auf dem Rückweg Summer Slopes mitnehme. Okay, perfekt. Aber jetzt hat hier Sartes ein wenig was von einem Horrorspiel. Es ist stockdunkel. Okay, man sieht ordentlich was, aber es ist dunkel. Du hast nur deine Taschenlampe und dein Gewehr und läufst durch den Dschungel. Und überall kommen Geräusche her. Ah ja, nett. Ja, finde ich schon.
hat was. Mhm. So, ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Alien-DNA jetzt. Also nicht ziemlich viel, du hast wahrscheinlich mehr, aber... Mhm. Hier knurrt doch immer noch was. Ah, dann könntest du die Megafauna freischalten. Ja. Oh, wir können Phase 3 abschließen. Oh, ja. Aber noch nicht jetzt, bitte. Nein, auf gar keinen Fall. Das machen wir ganz in Ruhe zusammen, wenn wir beide da sind. Okay, danke. Das würde ich nämlich... actually really, also richtig hart assi finden. Kann ich absolut verstehen, würde ich auch. Ich glaube, dann wäre ich echt ein bisschen pisst. Ja, vor allem, wenn man... Also... Es kommt drauf an. Hier finde ich, das ist ein besonderer Meilenstein, den man erreicht. Wenn ich jetzt diese blöde Baupläne MK2 freischalte, okay, ey, komm, ja, kack drauf, ne? Ja, das ist was anderes, aber das ist halt schon riesig. Genau. So. Da ist wieder ein Loch. Ah. So, dann verarbeite ich jetzt erstmal alles, was Alien-DNA ist, zu DNA-Kapseln und dann erforsche ich das letzte noch und den Rest schmeiße ich in den Schredderer. Okay. Dann kriegen wir nämlich wieder ein paar Tickets. Warum kann ich die nicht fertig? Achso, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Nor do I operate on Windows, but perhaps you mean something akin to the human saying, my point of origin is Earth. Oh, I was schön. Created by specific Warte. Individuals of the human race. Incompatible music. Did I say something wrong, or did you not understand? You cannot be shallow deep. The ripples you cast into the void have no skin. It seems I may have said something paradoxical. Interesting. Also Ada hat gerade gesagt, sie hat kein Root-Verzeichnis und arbeitet auch nicht mit Windows. Nun. Das ist so die Frage, are you a KI? No. Auch gut finde ich, wenn du Alexa und so weiter fragst, welchen Meister sie dient. Haben wir irgendwo... Irgendwo? Highspeed-Anschlüsse? Nee, die müsstest du noch selbst herstellen. Okay. Aber Platinen sind relativ in der Nähe. Ja, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob ich hier ein gutes oder ein schlechtes Gefühl haben sollte. Wenn du das schon so sagst, wahrscheinlich eher ein schlechtes. So, was fehlt mir denn jetzt? Warum kann ich das hier nicht forschen? Andere Forschung wird durchgeführt. Ja, die die Festplatte. Oh, wow. Mhm. Ich pack die Sphären zu den anderen. Ja, da die erste Truhe ist eigentlich ganz gut, die da irgendwie mitten im Raum steht. Ja, da habe ich es reingeschmissen. Okay, nice. Heimat. Das ist eine Abkürzung gewesen. Hier ist ein Tunnel und ich komme unterhalb deiner Treibstofffabrik raus. Und hier ist eine natürliche Rampe. Das sieht mir irgendwie nach einer Fahrstrecke oder einer Zugfahrt aus. Hm.
Boah, ich glaube, hier könnte man eine geile Base bauen. Weil hier ist ein Wasserfall. Hm. Man hat eine freie Sicht aufs... Okay, auf die Felswüste. Vielleicht dann doch eher nicht. Und es ist sehr laut. Ach, da, ja. Und hier schweben überall Heißluftballons an Schnüren rum. Mhm. Boah, ich habe gestern ein cooles Video gesehen von Pirate Software. Oh, der hat erklärt, warum nach seiner Meinung her das Spiel Concord gescheitert ist. Das war sehr interessant. Ich kenne das Spiel Concord nicht. Echt nicht? Nein. Oh, da hast du wieder Video History verpasst. Oder Gaming History. Solltest du dich in Nachfolgendem irgendwie angegriffen fühlen, musst du Bescheid sagen, weil ich nicht weiß, wie du mit sowas umgehst. Mhm. Wahrscheinlich relativ entspannt. Ich gehe auch davon aus. Also, Concord sieht aus, als ob jemand ein, ich würde schon fast sagen, ein Klischee-Baukasten für alles muss anders sein zusammengepackt hat als Hero-Shooter, sowas wie Overwatch. Mhm. Also ganz schrille Kostüme, ganz schrille Farben und alles querbeet, so gefühlt, würde ich sagen. Mhm. Und 8 Jahre Entwicklungszeit, 200 Millionen Produktionskosten. Und das Ergebnis, ich glaube, der Peak war irgendwas bei 600 gleichzeitigen Spielern. Das ist nicht so gut. Und ja, dann hat Sony das Spiel nach 2 Wochen vom Server genommen. Oh, wow. Und alles refunded. So, das ist krass. Einige hatten dann gesagt, das ist ein, zum einen ist es ein neuer Overwatch-Shooter, zum anderen ist es in einen gesättigten Markt reingestiegen, so mit Valorant und Overwatch. Hm. Und es hat auch noch 40 Euro oder 60 Euro gekostet. Das weiß ich gerade nicht genau. So. Und ganz viele haben gesagt, da hat so eine DEI-Firma sich ausgelebt. Mhm. Ja, und das Ende vom Lied. Pirate Software hat gesagt, das liegt nicht unbedingt daran, sondern der hat das mit den mit der Farblehre oder so verglichen. Mhm. Sowas von wegen, Rot und Grün mischt man nicht. Mhm. Ja. Mit Sicherheit wird es daran gelegen haben. Ja, aber er hatte zum Teil recht. Also wenn du schon einen übersättigten Markt hast, ein Spiel, was du mit anderen Charakteren eigentlich identisch spielen könntest, und das dann auch noch bezahlen musst, ne? Dann musst du ja irgendwas noch bringen, was besser ist als die anderen. Und wenn du dann auch noch die Charaktere vom Farbfeld her so baust, dass Menschen einfach sagen, das sieht irgendwie komisch aus. Oder wie nennt man? Er hat es verglichen mit, wenn du bei irgendeinem Spiel einen hässlichen Skin bekommst, weißt du sofort, den würdest du nicht verwenden, weil der farbtechnisch einfach kacke aussieht. Und so hat er fast jeden Skin bezeichnet. Oh.
Nun. Er hatte aber auch recht. Die hatten da Giftgrün mit Hellgrün oder Gelb gemischt und das sah echt aus, als ob da ein Tennisball durch die Gegend läuft. Hostile organisms added to the object scanner. Note, it cannot detect the species, only aggression. There are many creatures that dislike you, Pioneer, but I am your true friend. Wow. Ja. Rifle ammo unlocked. This ammo can be loaded into a normal rifle and, when fired, will seek a target. Clarification. This does not make the rifle a homing rifle. If you leave the rifle alone, even when loaded with this ammo, it will not return home like a devoted and adorable puppy and or kitten. Was zur Hölle? Mhm. So, wo bist du? Ah. Ja, ich hatte gerade mal angefangen, zusammenzusuchen das Zeug für, ne? Ja. Mhm, genau. Sprich dich aus. Für den Katerium-Pfad. Ah, okay. Weil da fehlen ja auch nur noch zwei Sachen. So, und jetzt fehlen mir nur noch 50 schwere modulare Rahmen. Nur noch. Oh. Mhm. Das Problem ist, bis das Ding hier komplett vollgelaufen ist. Ich meine, ich könnte hier ja mal ganz kurz auf Pause drücken. Ja, dafür brauchen wir ja keine mehr. Dann mache ich erstmal. Ja, war klar, wir produzieren zu wenig Schrauben. Wir haben unseren kompletten Vorrat leer gelutscht. Jo. Ja, cool. Moment, hat er jetzt noch gerade? Wir müssen mal eben zu deiner Base. Mhm. Weil ich glaube, das dürfte richtig geil aussehen an einer bestimmten Position. Okay, auf geht's. Warte. Ja. Ja, und wir brauchen noch 100 Rahmen. Schwere modulare Rahmen. Mhm. Weil ich will das jetzt nicht abbrechen, nur damit wir bei der anderen Phase uns das angucken, freischalten können. Ach so, nee, auf gar keinen Fall. Aber wir können jetzt gleich eigentlich irgendwo von deinen, wie heißt es gleich noch, du produzierst da ja eigentlich einen ganzen Haufen Eisen in deiner Fabrik da, dass wir davon einfach was abzweigen und einfach nur gusseiserne Schrauben herstellen. Ja. Oh, verdammt. Was denn? Ich dachte, dieser Block hier wäre vielleicht größer. Nee, da steht nur eine Maschine hinter. Oh nein. Schade. Zeig mal, wie das Ding aussieht. Au, 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 wow. Das ist ja zum Glück ganz klein. Ja, deswegen. Mit was muss man den füttern? Also aktuell brauchst du den gar nicht füttern. Weil die. Was? Flieg mal in die Mitte rein. Ei! Es sah sehr cool aus. Warte, ich zeig's dir einmal. Miau. Da kugelt's ihn einmal quer über die Map. Nett. Also. Warte, lass mich mal kurz. Ich brauche ein Powerpole.
Ja, warte mal. Oh ja. So, aktuell 6270. Ja, Stromboost 570 Megawatt. Oh ja, nice. Das ist echt voll gut. Vor allem, jetzt stell dir mal vor, wenn die Megafabrik hier noch an den Start geht, dann multipliziert sich das ja nochmal mehr. Ja, 10% von der Energieproduktion. Ja, voll gut. Ja, nur das Teil, dachte ich halt, da wo jetzt die Fabrik steht, als Eingang. Ich überlege gerade, vielleicht wäre es auch ganz geil. Ich wollte ja so einen, Kontrollraum? Genau, so, ja, ein Gebäude dafür, also ein extra Gebäude dafür bauen. Mhm. Dass ich, das da quasi als Spitze aufs Dach stelle. Oh ja. Oh, und ich habe noch was Cooles anderes gefunden. Das kann ich dir mal hier unten eben zeigen. Nicht wundern, ich baue hier ein bisschen Unsinn. Ja, ups. Ja. Ich habe mir nicht gestern Abend, will ich jetzt nicht sagen, die Nacht um die Ohren geschlagen, weil ich mir Videos angeguckt habe. Mhm. So, warte. Architektur. Ich baue hier hinten auch mal eben was hin, dann kann ich dir so grob sagen, wie ich das geplant hatte, den Turm zu bauen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie das hinterher ausschaut. Wir sind gerade an einer weltweiten Bahn dran. Oh, das ist echt geil. Oh ja, das will ich auch noch machen. Ja, es gibt ja diese Megaprints, wo du dann ein Global Rail Network direkt in deine Welt einfügen kannst. Aber das finde ich immer schwierig, weil das kommt halt meistens mit deinen bereits gebauten Sachen in Konflikt. Mhm. Ich hoffe, ich komme dir hier nicht in den Quä- Kruzifix. In den Weg. Nö, aktuell nicht. Also, das hier habe ich gesehen. Halt ein bisschen. Aber es gibt doch Treppen. Ja. Mittlerweile. Aber. Warte. Man kann dann auch sowas bauen. Und die haben das zum Beispiel auch mit Schrägen gebaut. Nicht Schrägen. Mit Schrägen habe ich jetzt gerade gebaut. Mit Kurven. Dass du eine runde Treppe hast. Okay, das ist tatsächlich ganz geil. Nee, warte. Oh, und ich habe noch was anderes gesehen. Das wäre vielleicht für dich auch interessant. Oh, da muss ich da einmal nach oben. Obwohl eigentlich nicht. Das Geräusch, ey, als ob man in irgendwo in Halo oder so unterwegs ist.
So, ich hoffe, das klappt so, wie ich das gesehen habe. Oh ja. Ja, nee, okay, das sah in meinem Kopf besser aus. Guck mal, wenn du jetzt den Abstand größer machst. Weil du kannst diese Bauabsperrung kannst du ja drehen. Ja. Und wenn du dann von oben nach unten baust, also mit so einer Plattform, dann kannst du an diesem Teil hier ransnappen. Das heißt, du kannst dir deine Form mit den Teilen bauen, wie du möchtest. Und dann einfach die Plattform nach unten bauen lassen. Damit kriegt man zum Beispiel dann vielleicht ein bisschen was wie Rundung hin. Ja. Ja, muss ich mal rumprobieren. Ja. Genau, das, mit den Trägern hatte ich ja eben schon gezeigt, dass da jetzt die Betonteile nicht mehr bis nach unten hingehen. Mhm. Oh, das Teil produziert zum einen 500 Watt und... Ah ne, und ja, der Boost ist auch nochmal 10%. Also 1570. Nice. Wichtige Frage. Mhm. Hättest du eben kurz irgendwie ungefähr 3 Minuten Zeit? Das kommt immer ganz drauf an, wofür. ja. Für Dinge. Könnte auch, wenn es dir gefällt, sogar länger dauern als nur 3 Minuten. Ja, ich mache hier eben noch ganz kurz das Ding hier fertig. Oh. Weißt, was auch cool aussehen könnte? Was denn? Dieses gigantische Teil hier. Ja. Irgendwie unten in diese runden Krater einbringen. Am geilsten wäre das sogar noch, wenn da ein Geysir wäre. Weil dann sieht das so aus, als ob das Teil konstant irgendwie gekühlt wird durch den Geysir. Aber nur eine Idee. So, ich baue noch eben die Träger hier fertig und dann. Mhm. Dann können wir. Wo war es denn jetzt? Ach da, gefärbter Träger. Gordit. Kommentar von Zuschauer. So eine Anmache habe ich noch nie gehört. Könnte auch länger dauern als 3 Minuten.
Naja, manche Frauen träumen dann nur von, dass es mal länger als 3 Minuten dauert. Wow. Entschuldigung. Doch. Also ich habe da kein Problem mit. Ich auch nicht. Das war nicht hoch genug. Tut. No. Könnte man da jetzt sagen, setz vor Schießert? Wahrscheinlich. Okay. Hä? Hm? Warte mal. Ach so, der andere ist auch schon nicht hoch genug, glaube ich. Das ist aber die gleiche Höhe, oder? Ja. Ich kann das aus dem Augenwinkel nicht erkennen, aber ich gehe mal davon aus, ja. So passt es von der Höhe her. So. Dann das hier einmal noch verlängern, das wieder wegmachen. Das noch verlängern. Klau mir mal ein paar Schrauben bei dir. Na klar. Aber eher auf die Richtung. So. Wieder mit intelligenten Splittern. Dass das Förderband zu lang ist. Gut, dann erzähle ich sie halt nicht. So. So, jetzt ist nur die Frage. Das wäre wieder zu viel, wenn ich das da jetzt auch nochmal dran mache. Kann ich den da wegmachen? Auch nicht wirklich. So, damit werden jetzt einen ganzen Haufen schwere Rahmen produziert. Rahmen haben wir noch. So, wo soll ich hinkommen? Zum Fahrstuhl natürlich. Ach ja, natürlich. I'm on my way. Deswegen hast du doch extra heute angefangen zu streamen, anstatt morgen. True. Genau, morgen streame ich dann auch gar nicht. Also ich werde wahrscheinlich auch irgendwann... Gar nicht. Ich werde wahrscheinlich später irgendwann normal so zocken, aber fürs Stream wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen, weil ich morgen quasi meinen ganzen Nachmittag schon wieder verplant habe. Okay, okay. Sehr freundlich von Ihnen. So, ich bin da. Diesmal dürfen Sie wieder Knöpfchen drücken.
Nice, nice, nice. Stimmt, jetzt muss ich bei dir wieder rein. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 3 Project Part Shipment is finally ready for delivery. On delivery, Phase 3 will be completed and the main body will be constructed. You should know how this works by now. You'll get access to Tiers 7 and 8 in the hub. In fact, perhaps you should just go look at the technologies there yourself. It's all laid out so that even a monkey could understand it, so you should have no issues. Speaking of which, I don't think you need a reminder about project parts. Instead, I will be providing some interesting facts. Did you know the average pioneer succeeds at saving the day? Did you know the average pioneer knows how to optimize pipe throughput? Did you know the average pioneer stays late at work because they care about humanity? Anyway, I thought you might want to know more about your peers. Good luck in Phase 4. Ah, ja, doch. Nett. Ich habe da ein, zwei Sachen gesehen, wo ich mir dachte, nice. Lufttransport. Oh ja. Wir kriegen Drohnen. Ach, viel wichtiger, Atom. Nice. Oh, genau, jetzt muss der Vogel da drüber fliegen. Ja, trotzdem, das ist ein geiler Shot. Oh ja. Okay, ich will die Farbe gleich mal verändern. Mal gucken, ob sich dann der Weltraum auch ändert. Stimmt. Oh Gott, hast du mal nach oben rechts geguckt? Nee, ich hab den Picture-Modus an. Okay, guck gleich mal nach oben rechts. Ja, ich seh's bei dir. Hm. Ja, ich glaube, bald müssen wir anfangen, echt richtig zu bauen. Ja, ich glaube nicht, dass wir da noch so weit mitkommen, wie wir das jetzt gerade hier machen. Fixit's predictions indicate pioneers should generally reach this point faster with above average results, but we should all adjust our expectations according to the situation. Achso, wir haben die Sachen noch gar nicht freigeschaltet, deswegen können wir das noch nicht sehen. Okay. Ich wollte gerade gucken, was die brauchen, aber können wir noch nicht gucken. Dafür braucht man wahrscheinlich Aluminium. Aluminium. So. Oh. Wow, wir haben schon 27 schwere modulare Rahmen. Nice. Von 100, die wir brauchen für die nächste Stufe. Mhm. Ja, ich räume gerade ein bisschen auf. Mhm. Ja, ich bastel dann mal weiter hinten an meiner Stromfabrik, ne? Willst du das wirklich tun? Ja, tatsächlich schon. Warum? Willst du nicht vorher einmal in die Phasen reingucken? Oh doch. Irgendwie schon. So, warte. Ja. Meilenstein auswählen. Stufe 7. Bauxit. Ja, das kann nur Kacke werden. Yep. Hallo Spirit. Hallo Spirit. Ja gut, der Schweberucksack, das ist das, was ich schon erzählt hatte. Brauchen wir Aluminium für? Logistik 5. Brauchen wir auch Aluminium für? Ja, es führt keinen Weg daran vorbei, dass wir wahrscheinlich erstmal Aluminium machen müssen. Mhm. Steuersystementwicklung. Oh. Mixer. Supercomputer. Funksteuereinheit. Stufe 8. Luftfahrt- und Raumfahrttechnik. Drohnen. Atomkraft. Ach genau, da schalten wir den Magnetfeldgenerator frei für Phase 4. Mhm. Und hier gibt es den Quellenextraktor. Dafür brauchen wir Aluminium und Steuereinheitengebäude. Oh Gott. Genau, den brauche ich. Und, Moment. Ja, und zukunftsweisende Produktion brauche ich auch. Wegen den MK3-Minern. Mhm, und damit,
damit wir mit Teilchenbeschleunigung, mit Atomstrom anfangen können, damit wir es von Anfang an richtig machen, müssen wir, ich glaube, ummantelte Plutoniumzellen herstellen. Weil die, Wo sind die denn? Partikelanreicherung? Genau. Ja. Weil eins von den drei rechten Sachen da, Pellets, Plutoniumzellen oder die Brennstäbe, eins davon kannst du in, ach, wie heißt das gleich noch, in die Awesome Sink schmeißen und damit wird dein kompletter radioaktiver Waste zerstört. Damit du nicht nukleare die nukleare Pasta, oh, das wird. Phase 4 wird richtig eklig zum Abschließen. Ja, ich will Phase 9. Bringt das Sam-Ohr rein. In die ganze Geschichte. Na, schick. Ich glaube, das wird dann erst recht zum Kotzen. Naja, wir müssen ja jetzt auch nicht da durchhetzen. Nicht? Nee, aber Aluminium. Und dann halt die zwei, die ich brauche, um damit ich hinten das Ding da anschmeißen kann. Das Lustige ist, wenn wir dann Atomkraft freischalten, dann, ich meine, gut, 25 Gigawatt können wir schon gebrauchen. Also ist jetzt, als wäre es für umsonst, aber... Ja. Danach können wir dann, wenn ich mit dem Megaprojekt durch bin, kann ich dann das nächste Megaprojekt mit dir zusammen starten mit dem Atomkraftwerk. Ich habe mir sagen lassen, dass das groß wird. Wenn man es riesig aufbaut, also wenn man es, ich hole mir mal so ein paar Ideen rein schon mal, dann. Ja, habe ich auch gesehen. Weil wir bauen dann natürlich nicht nur einen Teilchenbeschleuniger, oder? Nein, also das kann darauf hinauslaufen, dass wir irgendwie 8 Teilchenbeschleuniger brauchen, nur um unser Nuclear Waste zu verbrauchen. Oh, okay, cool. Also das, was wir gucken müssen, ist eigentlich, wie viele Atomkraftwerke wollen wir bauen? Und dann, wie viel nuklearer Waste kommt raus? Und dann können wir die Teilchenbeschleuniger dafür planen. Und dann würde ich nämlich erst mit den Teilchenbeschleunigern anfangen und dann kann man nämlich die Atomsachen nach und nach einfach anschließen. Ja. Oh, das, was du gerade machst, ne? Mit den, ich glaube, es würde bei dir Sinn machen, du baust dir eben einen Bauplan Dingenskirchen. Packst da einen von den Monitoren rein. Löscht alles raus, so wie du den haben willst, und dann hast du einen leeren Bauplan. Also dann musst du nicht andauernd den Text und das alles entfernen. Oh, das ist nicht schlimm, ich muss es sowieso abändern und ob ich das jetzt eben da wegmache. Ah, okay, ja. So. So, wie viel Treibstoff produziere? 900 Kubikmeter. 900 Kubikmeter. Ehrlich jetzt? Stein aktivieren. Was brauchen wir denn für... Okay, der kommt nicht gut damit klar. Wenn ich das so, dann mache ich das einfach so. Hallo Lala. Hallo Lala.
Also ich glaube, das wird maximal nervig noch alles. Ach. Das passt schon. Ja. Auswählen. Sechs, sieben, fünf. So, das wird jetzt noch schick eingekleidet und dann bin ich fertig. Also mit den... mit den Schildern. Nicht, dass hier irgendwas anderes schon fertig wäre. Mhm. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Mal sehen, wie gut das klappt. Mein Hund hat mir was zu spielen hingelegt. Da muss eindeutig irgendwas kompensiert werden. Da du die ganze Zeit eigentlich ja schon am Zocken bist, weiß ich jetzt nicht, was der von dir will, ne? Kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
Oh, Festplatte. Nice. So, was gibt's denn hier Schönes? Recyceltes Gummi oder Stahlstab? Okay, das hört sich beides kacke an. Alternatives feines Schwarzpulver. Wofür braucht man denn Schwarzpulver noch? Okay. Gar nicht. Lala, was soll das? So, recyceltes Gummi würde ich auch sagen, brauchen wir nicht. Das Einzige, was da dran cool ist, ist, wir könnten das Kunststoff umwandeln und kriegen da draus noch Treibstoff. Und das Gummi können wir dann schreddern. Der Stahlstab ist wirklich dumm. Aber ich würde die Rezepte jetzt einfach erstmal aufbewahren. Ja. Weil die hören sich nicht ganz so cool an. So. Oh. So, ich glaube, ich bin da ganz happy mit, wie das jetzt ausschaut. Ja? Was hast du noch geändert? Achso, ich habe eigentlich nur Beschilderungen eingefügt. Für die erste Fabrik. Und reingeschrieben, was es macht. Und natürlich auf Englisch, weil wenn man es hinterher veröffentlichen sollte, dann wäre es halt doof, wenn es auf Deutsch ist. Ah. Oh, das sind aber kleine Schilder, die du da gebaut hast. Ja, ne? Aber ich finde, die sehen so gut aus. Vor allem passen die halt perfekt auf diese Wand drauf. Ja, auf jeden Fall. So, was ich jetzt noch machen könnte, ist, dass ich vielleicht... Gibt es keine andere Beleuchtung als die hier? Gab es nicht mal irgendwie so kleine... Ich meine, offensichtlich nicht. Muss mal was aus... Nee, das sieht aber von innen dann wieder kacke aus. Der ist einfach viel zu überdimensional dafür. Was wolltest du da reinsetzen? Ich hatte gehofft, dass ich hier in die Zwischenlücken so ein bisschen Beleuchtung reinkriege, aber... Hat super geklappt, sagst du? Ja, ich hatte halt in Erinnerung, dass wir noch irgendwie so Leuchtstreifen oder so haben, also das Deckenlicht quasi in einzeln, aber... Ja, nee. Leider nein, leider gar nicht. Genau, das haben viele Leute mit den Lampen dann gemacht. Und die dann per Baupläne einfach eingesetzt. Mhm. Aber das sieht ja dann in der Fabrik auch wieder komisch aus, wenn ich da jetzt irgendwie versuche, mit den Deckenlampen rumzutricksen. Mhm. Schade. Auf jeden. Ach so, ja, was ich aber machen kann, natürlich. Ich bin auch doof. Kann ich das auf Sub stellen vielleicht? Nee, das ist nur ein einzelnes Ding. Okay. Ich muss mir da eine Plattform dran basteln, kurz. Mhm.
Oh, sieht das alles kacke aus. Ich habe gerade mal geguckt, einfach so, just for fun. Ha! Da habe ich meine Beleuchtung. Wait. Ich will es mir gleich in echt angucken, deswegen mache ich jetzt deinen Stream nicht auf. Mhm. Tschunk. Ach, was wollte ich denn erzählen? Ach, ich habe mal nachgeguckt, wie das aussieht mit 100 schwere modulare Rahmen herzustellen. Mhm. Nee, 10. 10 pro Minute. Mhm. Da kriegst du einen Anfall bei. Ach scheiße, ich hatte befürchtet, dass du sowas sagen würdest. Das Einzige, was man machen könnte, das wäre echt noch so eine Idee, dass man ein Zugnetzwerk baut und dann irgendwo eine riesengroße Stahlproduktion zum Beispiel macht, wo dann ein einzelner Zug einfach damit beladen wird und dann fordert man an. Ja. Das wäre noch eine Idee. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, was ich hier getan habe. I'm on my way. Och nö, Katzen. Wo kamen die denn jetzt bitte her? Auslaufhausen, bitte. Ah, wow. Ich finde den Himmel ja so absolut geil, dass er einfach mal die Milchstraße durch die Gegend zieht. Ja. Ich glaube, das ist die Milchstraße. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Und am Ende ist es Proxima Centauri. Ja. Das ist nice. Und ja, hier wäre das mit den, ich setze mir das als Bauplan definitiv praktisch, weil jetzt muss ich das halt alles einzeln abändern. Für sowas, dass ich mir einfach Beleuchtungsschilder mache, ich meine, ich muss die Farbe ja nur auf ganz weiß setzen. Dann das Icon auf Nicht setzen. Gut, den Text kann ich da lassen. Beleuchtung, Ausstrahlungsstärke und dann auf Glänzend. Mhm. Und dann habe ich quasi leuchtende Strahler. Ja. Jetzt weiß ich auch, wie der das gemacht hat in dem einen Bauwerk, was ich mir angeguckt hatte. Hatte der das nämlich auch so gemacht. So, Hintergründe nichts. Icon auswählen, Ausstrahlungsstärke 3, glänzen, fertig. Sieht nice aus. Voll gut. Den ganzen Bums mache ich dann hier unten jetzt auch noch einmal.
Kannst du kurz in den Stream schauen? Moment. Ja. Nice. Die untere Reihe, soll ich die einen höher setzen oder soll ich die da lassen? Die habe ich jetzt noch nicht weiß gemacht. Ich würde die einen höher setzen und darunter noch einen orangenen Streifen setzen und ganz oben auch noch einen orangenen Streifen setzen. Ganz oben? Meinst du da, wo jetzt der Stahlträger ist? Hm? Anstatt dem Stahlträger dann oder auf den Stahlträger drauf? Das kann man leider aktuell schwer sehen, aber du siehst ja deine zwei orangenen Balken. Da oben drauf. Oder ist da ein Stahlträger? Das da ganz oben ist ein Stahlträger. Ja, dann würde ich den durch Orange ersetzen, glaube ich. Ja. Machen wir erstmal das hier unten. So, intelligenter Splitter. Ja, das werde ich mir gleich definitiv mal als Bauplan hinterlegen. Hm. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir das tatsächlich noch öfter verwenden werden. Weil das funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Ja, auch die ganzen anderen Lampen sind halt auch mega. Ich würde die dann auch einmal eins, also so wie die Meteranzahl da auch gesagt wird. Ja. Nein, oh. Knapp. So, der weg. Da kommt hier ein orangener Streifen drauf. Wo haben wir da? So. Mal eben eine Zwischenstütze bauen. Nein, das funktioniert. Ach, Moment, das ist doch richtig. So, jetzt kommt hier noch ein Zwischenbalken hin. So. So, immerhin habe ich Kohle und Sulfur gefunden. Soweit, so gut. Aber ich habe mal fix 400 Beton verbaut. Das wird gruselig. 400 ja. Beton, ist das süß. 4000, sorry. Ach so. Ja, okay. Ja. So oder... Ja, so wäre es eigentlich richtig. Ich würde den direkt darunter setzen. Ja, auch oben. Das sieht irgendwie... Ja, aber oben passt es nicht. Da müsste ich quasi alles nochmal einen nach oben verschieben. Hm.
Einzige, was ich machen könnte, ist jetzt die Leiste unten einen weiter nach unten, weil dann habe ich immer, habe ich oben und unten quasi einen Abstand nach oben hin. Ja, das sieht aber irgendwie komisch aus. Ich, aber das liegt aktuell am Stream. Ich komme gerade zu dir. Okay, gut. Beton. Ich wollte ja keine Tischtennisplatte bauen. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viel Beton ich hier schon verbraten habe. Das waren weit mehr als 4000. Weit mehr. Also eine Option, die dir dabei jetzt bleibt, ne? Mach noch eine zweite Reihe leuchten. Ja, machen wir. Oh, warte mal eben. Bitteschön. Oh, danke schön. Genau, positionier irgendwo hin. Ja, ich muss, glaube ich, erstmal gucken, dass ich. Kann ich ja dann wieder wegmachen. Genau. Das hier. Ach. 05 mal. Das ist. Ja, ein Beschriftungsschild 4 Meter. Also Leuchte 4 Meter quasi. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, ob es dafür ein Icon gibt. Scheint nicht. Ich glaube, Jackie hat mich vergessen. Ich wollte einen Pudding haben. Ich gehe mir mal eben Pudding machen. Ich komme gleich wieder. Okay. So, leuchten.
Aha. Okay. So, wenn ich jetzt Baupläne nehme, leuchten. Muss wirklich der Bauplan sein, den kann man nicht kopieren, okay. Nice. Okay, dann gibt es hier noch eine Änderung, die man machen muss. Muss man dann wirklich so arbeiten? Baupläne. Ja. Oh, der nimmt das vom Boden aus. Ist ja kacke. Wieder da. Oh, ich habe die Kamera gar nicht ausgemacht gehabt. Ups. Hallo. Hallo. Ich muss mal hier eben etwas umbauen. Ja. So, Bauplan speichern. Abbruch. Zeichnis setzen. Oh, ich liebe Schokopudding. So, funktioniert das jetzt besser? Oh ja, funktioniert bedeutend besser, geil. Guck mal, ich habe was rausgefunden. Oh. Oh, das sieht besser aus, weil die schwarzen Ränder nicht da drin sind. Ja, das kriegst du aber auch nur speziell hin. Oh, shoot. Du nimmst dein... So, wenn du die nämlich jetzt einfach nebeneinander baust, ne? Ja. Dann kriegst du die Ränder. Mhm. Aber das funktioniert, du musst den Bauplan immer wieder auswählen. Das Problem ist die Positionierung. Aber wenn du die übereinander lappend baust. Mhm. Und die brauchen auch nur ein bisschen überlappen. Ah ja. Das ist echt cool. Oh ja. Hast du dir den Bauplan schon gespeichert? Ich habe deine Baupläne auch. Du hast meine Baupläne? Ja, klar. Nice. Dann sind die für die Welt. Okay, super. Ja, ich habe hier angefangen mit Leuchten. Und kleiner Tipp. Mhm. Wenn du hier weitere Leuchten anbringst. Die hier war kacke. Du kannst auch so Scherze machen wie... Den baust du hier hin, reißt den Fuß ab. Warte. Du bist bei dem Bauplan... Ne, wo bist du? Doch. Ja, beim Bauplan-Ding. Ja. Warte, ich färb den einmal eben ein.
Oh ja, so kleine Knopfleuchten sind auch süß. Genau, aber was ich dir eigentlich zeigen wollte ist, du kannst den Fuß hier einfach abreißen. Hm. Und dann ist die Positionierung einfacher, weil das, was du eben gerade hattest, hat der auch noch irgendwie so 3 Zentimeter unten drunter mit abgespeichert. Oh, shoot, okay. Ja. So, 5, 5. Zumindest muss ich den Bauplan nicht jedes Mal auswählen, sondern kann ihn mir in die Schnellleiste ziehen. Oh ja. Für diese Beschilderungsoptionen bin ich denen übrigens ultra dankbar. Du kannst an diesen Schildern ja alles einstellen. So, dann werde ich jetzt mal probieren, die eine Leiste in der Mitte selber neu zu machen. Mhm. So. Und jetzt haben wir auch Baupläne. Leuchten. Wieso ist denn jetzt unbestimmt weg? Na egal. Wow. Also man muss den Kack nicht verstehen, ne? Was denn? Ich hab das Ja, man muss das anscheinend innerhalb eines Viereckes bauen. Damit das richtig funktioniert. Das snappt hier nicht richtig hin. Musst du mal Steuerung gedrückt halten und dann... Mm-mm. Geht auch nicht. Der snappt nicht in die Mitte, sondern nur oben oder unten dran. Weil er auch so einen kompletten... Es ist auch super, wie die hier erklärt haben, wie das Ganze funktioniert, ne? Wie haben sie es erklärt? Gar nicht. Mhm. Warte, vielleicht habe ich noch eine andere Möglichkeit. Ja, ansonsten mache ich das halt nicht mit Bauplänen, sondern ich meine, für einzelne Dinger kann man das, denke ich, ganz gut verwenden, aber wenn ich das irgendwo zwischenklatschen muss, wie hier... ist es halt schwierig, wenn der sich nicht in die Mitte setzt, dann ändere ich das hier eben per Hand ab. Ja, aber irgendwie ein Verständnis dafür.
dich halt nicht. Ja, egal. Vielleicht muss man da mal ein Video zu angucken. Oder ist es buggy? Das kann auch sein. Aber ich kriege sie trotzdem so platziert, dass man die Zwischenränder nicht sieht. Ja. Ach ja, und bei Schildern kannst du auch mit Steuerung C arbeiten übrigens, ne? Die Steuerung C. Geh mal an eines deiner weißen Schilder ran. Warte, lass mich mal erstmal hier gucken. Ich glaube, die sind nämlich nicht auf der gleichen Höhe. Kann das sein? Ja. Oh ja. Egal, ich mach die hier unten auch einfach nochmal neu. Dann setze ich die nämlich auch eins an. Aber warte mal, bevor du alle löscht, guck mal eins an und sprech das mal an. Ja. Ach, Einstellungen kopieren. Genau. Oh, wow. Ja. Nur so als kurzer Hinweis. Das ist voll gut. Jetzt muss ich nämlich auch nicht mehr alles abändern. Ich liebe die Beschilderungslösung. Milestone reached. The blueprint Mark 2 improves upon the Mark 1 in every dimension, except nice. For the metaphysical ones. This improvement was made available due to complaints from pioneers about other Shoot. Pioneers. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt und nochmal kopiert. We listen to pioneers always. Okay. Wie groß ist denn die Kacke? Ach, holy crap. Ich würde sagen, das ist viermal so ein Kackteil. Nee, vielleicht um 25% größer. Ja, okay, 8 Meter größer. So. Mir fällt gerade ein, dass ich noch gar nicht gezeigt habe, wie die Fabrik aktuell von innen aussieht, die ich gestern gebaut habe. Also meine Turbotreibstofffabrik quasi. Ja. Die habe ich noch gar nicht gezeigt. Also Was? Bei mir. Ach so. Ja, ja. Ich habe einfach direkt angefangen zu bauen. Genau, das ist, also ich habe die jetzt so aufgebaut, dass ich 4 Reihen A10 Treibstoff, hier, Refinery, wie heißt die nochmal? Dingenskirchen. Raffinerie. Raffinerien gebaut habe. Genau, und hinten kommt der normale Treibstoff rein, deswegen die gelben Rohre. Und vorne geht der Turbotreibstoff raus, deswegen dort die roten Rohre, obviously. We listen to pioneers, fix it, civilian solutions. Doch, auf jeden Fall. Genau, ich habe jetzt hier noch keinen Wartungsschacht, dass man runterkommt. Den muss ich jetzt noch bauen, beziehungsweise irgendwann bauen. Ich mache das jetzt einfach mal hier kurz offen, um euch zu demonstrieren, wie es unten ausschaut. Und ich habe einen Fehler gefunden. So, also, hier kommen die 4 Rohre aus der Treibstofffabrik. Eine Sekunde. Ich muss mal kurz Jackie helfen, ich bin gleich wieder da. Okay. Und ich suche derweil Bauxit, wo man was finden kann.
unrein, zeige normal, zeige rein. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Dankeschön. So, dann. Also hier gehen die 4 Treibstoffrohre aus der anderen Fabrik dort drüben rein. Und versorgen dann, also jedes Rohr versorgt quasi eine Reihe. Bibi, dankeschön. Mhm. Und die roten Rohre hier unten transportieren dann den Turbotreibstoff ab, der hier hinten rausgeht. Das habe ich auch einfach gerade durchgezogen. Die Rohre habe ich jetzt nicht zusammengeführt. Da muss ich mir dann noch überlegen, wie ich das auf der anderen Seite mache. Weil da kommt ja dann quasi das Kraftwerk hin mit den 100 Treibstoffgeneratoren. Hier die Förderbänder, die sind für die verdichtete Kohle, die ich für den Turbotreibstoff brauche. Die kommen beide hier hinten rein. Also ich habe hier quasi eine Reihe Förderbänder für die beiden Reihen und dort drüben für die anderen beiden Reihen an Turbotreibstoffproduktion. Die kommen hier rein, da wir irgendwann die Drohnen noch mit freischalten. Ich weiß nicht, ob ich das über einen Zug oder über Drohnen machen möchte. Je nachdem, wie viel die Drohnen schaffen, würde ich das, glaube ich, lieber darüber lösen. Aber nur, wenn die halt entsprechend viel auch transportieren können. Genau. Das ist so die Fabrik, an der ich gestern gebastelt habe. Genau, gestern stand hier noch gar nichts von, nur ein bisschen von der Plattform. Den Rest habe ich alles gestern gebaut. Hier ist dann so ein kleiner Gang. Hier hatte ich vor, dann noch welche, wenn wir diese Statuen freischalten, dass ich hier noch eine davon hinstelle, so quasi als Lounge? Deko, ja genau, als kleines Deko-Element. Das ist was noch fehlt, dass man so Bänke und so bauen kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Das fänd ich noch ganz geil, weil dann konnte ich hier tatsächlich so eine Lounge reinmachen. Mhm. Ja. Genau, und dank der Kork ist hier die Idee mit den Stahlträgern oder den Trägern entstanden. So dass die Betonstützen, die hier runtergingen, vorher jetzt dann doch komplett Gewichtchen sind. Und nur noch die einzelnen Träger dort vorhanden sind. Genau, das war das, was gestern und doch gestern nur gemacht wurde. Nur. Ist so ein bisschen was passiert. Kleines bisschen, aber nur. Also nicht so viel. Das ist schon ziemlich ordentlich, was da passiert ist. Na komm. Was? 4 Stunden schon? Leck mich am Arsch, ey. Die Zeit rennt. Ist einfach richtig eklig. Schaust du 2 Minuten nicht auf die Uhr, sind 3 Stunden rum. Ja, das ist richtig schlimm. Und wenn man mal betrachtet, was ich heute alles geschafft habe. Bautechnisch. Ja. Aktuell seit 10 Stunden im Game. Hilfe. Ja, ich kann dir keine Hilfe anbieten. Ich kann es halt nachvollziehen. Peanut ist ein bisschen durchgedreht oder was? Ja, das sowieso.
Ich bin mal eben ganz kurz weg. Jo. Bin ich froh, dass ich so viele Quarzkristalle mitgenommen habe. So, das dürfte doch dann jetzt, wenn ich mich hier jetzt umdrehe, ganz nice aussehen. Oh ja. Gefällt mir gut. Das Ding ist, ich habe heute in den 4 Stunden, wo ich jetzt gespielt habe, gefühlt noch nichts richtig Produktives getan, außer ein bisschen Deko. Entschuldigung fürs ins Ohr quietschen. So, damit ich irgendwas Produktives heute getan habe, renne ich jetzt ganz schnell zur Base und hoffe, dass ich vor ihm da bin. Obwohl, Moment, wir haben die 100 diese 100 Rahmen noch gar nicht. Naja. Ich habe noch eine zweite Stahlproduktion hochgehauen und ein bisschen Festplatten gesammelt. Okay, das mit ein bisschen Festplatten gesammelt, glaube ich dir nicht. Da du immer ausnahmslos, immer maßlos übertreibst, hast du garantiert nicht nur ein bisschen Festplatten gesammelt. Wie viele sind es? Jetzt kommt bestimmt irgendwie 25 Stück. Oh, wow. Ja, bisschen. Wusste ich, dass ich dir halt nicht glauben kann. Das war ja so klar. So. Auf jeden Fall. Können wir das hier sehen? Moment. Artefakte, Elektroschnecken, nee, Artefakte. Sammelgegenstände. Wir haben bis jetzt 21 von 118. Ja. Also wir haben insgesamt so viele, wie du heute gesammelt hast. Ja. Haben wir irgendwo Gummi hier oben? Ja, nicht hier oben, aber unten beim Bahnhof. Okay. So, wie weit sind die verstärkten modularen Rahmen? Ach so, die werden wieder verwurschtelt direkt. Nee, die sind hier vorne. Genau, ich musste mir da ein paar klauen. Das ist gar kein Problem. Wir haben trotzdem fast 100. Okay. Also wir können die Bauxit, das Ding gleich, sobald die restlichen 21 produziert sind. Mhm. Das war die falsche Röhre, oder? Naja, egal. Ich komme da in der Nähe raus. Das passt schon. Nee, ja. Ach, ich wollte Rotoren mitnehmen. Ich habe jetzt schon vorbereitende Maßnahmen getätigt. Und das ist ganz gut, weil dann bin ich heute null produktiv. Diese null produktiv vorbereitenden Maßnahmen sind auch sehr produktiv. Naja, aber ich habe keine einzige Fabrik gebaut. Ja, ich doch auch noch nicht. Ich habe bis jetzt nur Deko-Zeugs gemacht. Wer war jetzt unproduktiv? Naja, das Deko-Zeug zählt aber zu der Fabrik. Ja, aber ich habe nicht aktiv Maschinen gebaut. Das ist egal. Oh, na dann war ich doch produktiv. Mhm. Was mümmelst du? Kinder Maxi King. Mega geil. Ja, habe ich heute beim Einkaufen gesehen. Voll gut. Musste ich mir holen. Kann ich absolut nachvollziehen.
Weißt du, was auch lustig wäre? Wenn wir in der Hypertube, wenn es bergauf geht, unseren Jetpack als Boost benutzen könnten. Ich meine, den haben wir sowieso auf und der gibt uns ja auch einen Antrieb nach vorne. Warum kann ich den dann da nicht benutzen? Das wäre doch nur sinnvoll. Das ist eine sehr gute Frage. Oh, nice. Oh ja, das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut, wie das hier ausschaut. Ich habe auch gerade was gefunden. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber in dem Fall finde ich es okay. Guck dir das mal an. Warte, ich muss deinen Stream aufmachen. Hm? Ja. Bist du bereit? Ja. Oh, Seilrutsche incoming! Genau, mit der Seilrutsche könnte man da jetzt wirklich einfach ranspringen und runterfahren. Ich glaube sogar hochfahren. Ich bin mir nicht sicher. Doch, das geht auch. Man muss nur vielleicht ab und zu mal umgreifen. So, jetzt wollte ich noch ausprobieren, wie schaut es denn aus, wenn ich... Gar nicht so gut, weil der mittig an den Träger dran geht. Aber ich kann doch von hier aus bestimmt... Ne, da geht er auch mittig dran. Schudibudi. Was ich aber machen könnte, ist den gefärbten Träger zu verwenden. Das könnte ich zumindest mal ausprobieren, ob das klappt. Nein, zu knapp. Au. Was müssen wir machen, um den... warte mal eben. Das ist eigentlich egal. Da brauchst du noch nicht gucken. Oh oh. So. Ma'am. Nee, das war Katerium. Oh, ich hätte schon längst eine Kabelrutsche bauen können. Vielleicht sogar. Wo braucht man denn die Kabelrutsche? Ausrüstungswerkbank. Das ist nicht die Ausrüstungswerkbank. Ja, aber... Ach so, an dem anderen Ding hattest du auch schon geguckt. Ah, der Knoten ist doch erforscht, oder? Ja. Geh nochmal bitte an die Ausrüstungs... Da ist doch die Kabelrutsche. Ganz ach, oben. Da. Oh mein Gott. Was brauche ich dafür? Ein Xenosepper. Dafür brauche ich... Wow. Da müsste in der einen Truhe noch genügend Material liegen. Ich weiß nicht, bist du gerade in der Base? Nö. Ach, verdammt. Weil wenn man mit der Kabelrutsche auch bergauf fahren kann, ne? Hm. Dann sind ja mal diese Hochspannungstürme ein absoluter perverser Traum. Schon?
ins Hypertube-Booster bauen. Peanut, meinst du damit die ganz normalen Katapulte oder einfach nur immer im Zwischengang irgendwie nochmal extra einen Booster reinsetzen? Den Eingängen einfach ein paar Stück hintereinander. Ja, das haben wir In der Mitte einfach während der Fahrt oder nur Anfang, Ende? Weil das haben wir hier unten ja quasi gemacht schon. Kannst nur am Anfang, aber auch zwischendurch. Hm. Also wir haben das jetzt quasi so. Aber halt immer nur am Anfang. Genau. Stimmt, wenn ich das zwischendurch mache, müsste das doch eigentlich auch gehen, oder? Müsstest du aber immer in beide Richtungen machen. Ach, shoot. Okay. Nein, das machen wir nicht so. Das sieht absolut beschissen aus. Ich habe gestern noch was an sich Cooles gesehen. Oder eine coole Idee. Hier Kibitz, den ich relativ viel gucke, der hat sich ein Zugnetz gebaut. Mhm. Und bei seiner Base hat er einen Eingang, wo er einen Zug nur mit Baumaterialien belädt. Und der fährt dann durch die Map. Und dann willst du irgendwo neu irgendwo was bauen. Dann schließt du da einfach einen Bahnhof an. Mhm. Und der holt sich das. So. Mhm. Sorry, Zuschauer, ich habe das jetzt erst gelesen. Zu den Kinder-Maxi-Kings nur mit ganzen Kindern. Die werden aber püriert. Und dann kommen die geschreddert da rein. Das sind diese... Streusel dann oben drauf.
wenn die Hypercube so schnell ist, dass der Server nicht hinterherkommt. Ja, das ist ja normal. Oh, willst du ihm deine, dein Katapult zeigen? Mein Katapult? Dein Katapult. Hä? Auf der Karte, die du mir gezeigt hast? Also nicht auf dem Spielstand, sondern auf dem anderen. Achso, ja, kann ich, lass mich erst fertig bauen. Das, ja, was ich gerade machen wollte, damit ich das nicht vergesse. Na, Bro. Das musst du dir gleich angucken. Das ist wirklich geil. Aber ich glaube, das ist genau so ein Katapult, wie er meinte. Möglich. Ja, vielleicht lasse ich das auch einfach so. So. So, jetzt mache ich das erste Produktive an einer Fabrik, was auch hinterher was bringt, und zwar die Stromverkabelung. Die habe ich bei dem großen Klotz hier nämlich immer noch nicht fertig gemacht. Okay. Oh, die Kabelrutsche kommt in die Hand. Ja. Okay, nee, ich dachte vielleicht auf den Rücken oder so. Nee, nee. Und wie funktioniert die dann? Du springst an ein Kabel dran und drückst linke Maustaste. Oh, nice, Moment. Funktioniert an jedem Kabel. Ich merk's gerade, er fährt auch hoch. Ja. God save the Queen. Oh, nice. Da wäre er dann jetzt aber ein bisschen spät dran. Naja. Mehrere Tode muss man ja sterben, ne? Ach so, ja. Ja, stimmt natürlich. So. Und am Ende des Tages ist unser gesamter Safe voll mit diesen Türmen, weil wir an jede Position mit einem Strommast hingereist sind. Mhm. Wäre an sich auch ziemlich lustig. Ja, irgendwie schon. So ein Schnellreisenetz aus Strommasten. Ja, genau. Ich meine, das Gute ist, dass man dann natürlich auch direkt überall Strom hat, ne? Ja. Oh mein Gott, das eigentliche Problem ist, man muss erstmal oben drauf kommen. Oh. Das will ich jetzt noch ausprobieren. Oh, geil. Du fährst einfach an dem Kabel mit weiter. Dauert ein bisschen.
es ist unglaublich laut. Mhm. Oh. Nur 90 Grad Kurven kann er nicht. So, dann teste ich doch mal eben. Den Multilink hattest du ja auch gepostet, das heißt... Yep. Dann müsste Peanut ja zugucken können. Dann passt das. Es ist wirklich lustig. Getestet und für gut befunden. Wenn ich so drüber nachdenke, war das auch gerade gar nicht so schlau, dass ich das schon wieder dahingesetzt habe. So, jetzt möchte ich mal eben kurz gucken, wie viel Strom diese Fabrik hier verbraucht. Die braucht 1200 Megawatt. Das geht ja noch, oder hast du dir das schlimmer vorgestellt? Nee, das geht tatsächlich noch. Ich meine, das ist jetzt eine von dreien, ne? Ja. Die andere, die verbraucht, ich glaube, 750 Megawatt oder so. Heißt, ich bin jetzt so bei 2 Gigawatt ungefähr, die Fabriken gerade verbrauchen. Mhm. Genau. Das sieht halt schon cool aus. Mhm. Mit der Beleuchtung da drin. Oh ja. So, und hier kommt dann an die Fabrik ein Schild dran mit 750 Kubikmeter Turbo Fuel. Genau.
Problem ist, dass die Wand halt so unfassbar karg aussieht gerade. Das ist einfach eine einzige riesige Betonwand. Sonst musst du da noch irgendwas mit reinbringen oder so. Ja, ja. Ich überlege gerade, wie ich es machen möchte. Und ich überlege halt gerade, wo ich die Beschriftungsschilder hinmache. Oder das Beschriftungsschild ist ja nur eins. Ich muss meinen Wecker noch umstellen. Oha. Musst du morgen früh aufstehen, oder was? Naja. Ja, ich habe jetzt mit Jackie getauscht. Ich gehe jeden Morgen mit dem Hund und dann muss ich schon um 5:45 aufstehen. Oh Gott. Einer der Gründe, warum ich mir keinen Hund hole. Ja, mir macht das nichts. Dann kann ich auch ein bisschen näher anfangen, weil dann fange ich schon um 6:30 an zu arbeiten. Dann kann ich nämlich immer um 16 Uhr schon Feierabend machen. Wann habt ihr Freitagsfeierabend? 12.30 Uhr. Ah, okay. Krass. Ja. Dann hast du hast dann eine 40-Stunden-Woche, ne? 39. Oh. Aber dann arbeitest du von 6:30 bis 16.30 Uhr? Nee, von 6:30 bis 16 Uhr, weil ansonsten okay. Würde ich über die 9 Stunden drüber kommen und müsste nochmal eine Viertelstunde Pause machen und da habe ich keine Lust drauf. Also fährst du voll die Überstunden die ganze Zeit? Ja. Ah, darauf hätte ich auch keine Lust. Doch, voll gut. Dann kann ich mir nämlich dann irgendwann freinehmen, wenn ich es brauche. Ja, das schon, aber... Ich mache mir nicht das Wochenende kaputt, also so sehe ich das. Ich mache mir nicht das Wochenende kaputt, nur um irgendwann mal einen Tag frei zu bekommen. Wieso das Wochenende kaputt? Wenn ich zu viele Überstunden mache, dann penne ich am von Freitag auf Samstag irgendwie 12 oder 13 Stunden. Ach so, nee, das habe ich nicht. Oh oh. Wie viele Überstunden hast du denn? Noch nicht so viele, weil ich in den letzten Wochen auch immer, also fast jeden Tag ein bisschen eher gegangen bin. Ich glaube, ich bin jetzt bei 5 oder so. Oh. Zumal, also bei uns ist das dann so, dass uns freitags quasi die Stunden wieder abgezogen werden, die wir dann halt weniger arbeiten an dem Freitag. Also bei uns im System ist jeder Tag mit 7,48 Stunden hinterlegt, von Montag bis Freitag. Wir arbeiten aber eigentlich, wenn wir regulär arbeiten, immer jeden Tag 8,5, nur den Freitag 5. Genau. Und deswegen kann ich das immer erst so Freitag sagen. Oh, sag jetzt lieber nicht, wie viele ich habe. Jetzt hast du es angeteasert, jetzt musst du es sagen. 150. Oh. 134, ja, okay. Dazu muss man sagen, dass ich das erst seit kurzem mache. Ich mache das ja noch nicht so lange, also... Deswegen geht das schon. Nicht mehr viele, dann kann ich einen Monat zu Hause bleiben, voll gut.
sind Überstunden. Ja, wenn du den ganzen Tag nur zockst, kriegt man keine Überstunden. Ganz großes Kappa dahinter, nur so, um nochmal sicher zu gehen, dass... Ja. Nö, Überstunden sind überbewertet. Firma vom Papa regelt. Ach ja, true, da war ja was. Das wäre noch schlimmer. Aber so ein Leben wie Peanut hätten wir doch alle gerne, oder? Also, würde ich jetzt nicht meckern. Ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren. Nö. Hört sich auch sehr entspannt an, muss man sagen. Damaged hard drive recovered. Return it to the MAM for data recovery. Aber hast du vor, den Laden irgendwann mal zu übernehmen? Nicht. Nee, okay. Stelle ich mir aber eigentlich entspannt vor, wenn das so... sich anhört. Den Käse tue ich mir nicht an. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
So, jetzt hier noch den Querbalken drüber und dann habe ich das Schild schon mal fertig und das andere folgt dann, sobald ich wieder diese Quarz-Dinger habe. Was für Dinger? Erstmal die Teile, die aussehen wie Radar-Dinger und dann die Quarzkristalle. Davon habe ich auch kaum noch welche. Ah. Ja. So. Also das Reisen per Mast funktioniert ausgesprochen gut. Auch mal Hallo sagen. Noise. Mein Hund ist gerade sehr liebesbedürftig. So schlimm? Oh ja. An sich aber cool. Oh ja. Wurde freigelassen. Vom Hund? Mhm. Hat sie dir eine Socke gebracht? Nein. Okay. Aber sie ist wieder von meinem Schoß runtergegangen. Ach so. Ha, Stress. Was? Hier sind zwei Alphas unterwegs. Oh. Und ein Schießbudi. Oh, zwei. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, noch einer. Habe ich irgendwas zum Heilen mit? Nee. Natürlich nicht. Warum den auch?
jetzt kommt er auch noch hierher. Oh, tot. Nice. So, ich brauche hier jetzt noch eine Fabrik, die mir verdichtete Kohle herstellt. Heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass ich mir den Schwefel hier anliefern lasse und die verdichtete Kohle produziere. Also hier vor Ort. Hast du mal jetzt nur, ja, geguckt, wo es Kohle gibt? Schwefel? Ja, das sind total die Kackstellen. Warte. Satisfactory Map. Schließt du die immer wieder? Bitte? Machst du die Map immer wieder zu? Ja, ich habe zwischen der Map und dem Calculator hin und her geswitcht, deswegen habe ich die Map gerade nicht mehr. Obwohl, Moment, habe ich die nicht doch noch? Ich habe so viele Tabs offen. Ich wollte gerade sagen, ich habe das einfach in einem Tab offen. Ach, da. So, ich hätte gerne Ressourcenadern. Oh, klick da auf, wie heißt das, Umschalt. Da kannst du dir alle Adern ausblenden lassen. Und dann klickst du unter Ressourcen einfach auf das, was du brauchst. So habe ich das gemacht. Aber der zeigt mir nur die an, die wir schon entdeckt haben. Oder? Nee. Nee, tut er nicht. Nevermind. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ja, wow. Ich habe einen Ort, an dem ich eine reine Schwefel- und eine reine Kohlequelle nebeneinander habe. Das ist aber am anderen Ende der Map. Und wenn du einfach mal guckst, wo einfach nur Schwefel und Kohle vorhanden ist. Ich meine, du hast mir meine Schwefelquelle hier oben geklaut. Die ist doch nicht geklaut. Doch, die hast du geklaut. Geklaut und nichts anderes. Ja, ist klar. Die ist auch nicht so eingestellt, dass du da einfach deinen Kram anschließen kannst und dann läuft die sofort. Nein, das funktioniert so nicht. Mm-mm. Doch, die ist sogar so ausgerichtet, dass du da ein Dingsens dran anschließen kannst. Wie heißt es gleich noch? Ein Förderband und sofort loslegen kannst. Lüge, Lüge, Lüge. Stimmt bestimmt gar nicht. Doch. Ja, ich weiß. I'm sure about that. Weil, dann würde ich... Ja, obwohl, dann muss ich die Kohle so weit von da hinten. Ja gut, das wäre ja dann noch machbar. Das stimmt ja sogar tatsächlich. Wowie. Das Doofe ist nur, dass das eine unreine Quelle ist. Heißt, sie produziert sowieso schon gefühlt fast nichts. Was für ein Miner ist denn das hier?
unrein und meiner MK2 macht 60, ne? Ja. Oh, ich brauche viel zu viel. Ich brauche so das Zehnfache von dem, was der gerade macht. Es gibt relativ wenig reine Schwefelvorkommen auf dieser Karte, muss ich sagen. Das nächste wäre wahrscheinlich noch so da hinten. Ja, das müsste ich dann auch voll übertakten mit einem MK3-Miner, damit ich überhaupt auf die 600 Parts per Minute komme. Reisen wir erstmal zurück. Gucken, dass wir Aluminium abschließen. Bauxit ist, glaube ich, bei mir hier in der Nähe eine Quelle. Ich weiß aber nicht, ob die rein oder so ist. Oh, wow, jetzt laufe ich den Weg zurück. Ich wollte eigentlich in eine andere Richtung gehen. Milestone reached. Bauxite is refined into aluminum products via a multi-step process. Considering your past achievements, you should have the minimum required skill to overcome these new production challenges. If it helps, many others have done this before, so if you fail, someone else will eventually succeed. Oh wow, wir müssen erst verbesserte Aluminiumproduktion machen, damit wir den MK3-Miner überhaupt freischalten können. Heißt, wir bräuchten als allererstes eine Aluminiumproduktion. Falls du mit mir redest, bist du auf stumm gestellt vielleicht? Ja. Rat mal, wir nehmen Inventarplätze, oder? Ja. Okay, ich habe nämlich gerade eine Festplatte gescannt. Achso. Und wie viele von diesen Dingsens haben wir noch frei? Schweren Stahlgeschichten. Diese Stahlrahmen, die wir herstellen. 34. Ah, okay, ich brauche 50. Haben wir nicht mehr. Aber der produziert auch gerade nicht. Irgendwas ist leer. Ja, die modularen Rahmen sind leer. Oh, könntest du da welche nachlegen? Auf jeden Fall, ich bin schon on my way. Ach, ich mache hier gerade die Erforschungshölle des... Ah.
Bran. Sonst lass ich mal gucken, ob wir vielleicht noch einen anderen Meilenstein vorher machen können. Aber wir brauchen ab jetzt für alles Aluminium. Ja, genau. Ja, dann können wir den Meilenstein auch eigentlich lassen. Ja, ich würde jetzt aber erstmal, bevor ich hier irgendwas mit Zügen mache, erstmal eine kleine Alufarm bauen. Auf jeden Fall super sinnvoll. Weil wir brauchen ja dann auch die verschmolzenen modularen Rahmen. Mhm. Und ich glaube dafür, dass wir dafür die schweren modularen Rahmen nochmal weiter verarbeiten müssen. Ja. Das wird schon hardcore nervig. Die schweren modularen Rahmen, dafür müssen wir auch noch eine Fabrik bauen, weil die brauchen wir für zig Sachen. Ja. Hatte ich schon mal nachgeguckt. Ja, super. Super. Was wahrscheinlich echt maximal nervig werden wird. Mhm. Oh, oh, nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Was? Na, ich bin abgestürzt. Oh. Das ist nicht so gut. Hast du nochmal Coupons gedruckt? Ja. Ah, okay. Das erklärt's. Wo hast du die hingetan? Entweder in die Hauptbase, in die Truhe oder in die... Oh, 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 fuck. In die andere. Dann wahrscheinlich in die andere. Ja, dann haben wir jetzt 32 Tickets. Ich schau mal eben im Shop, ob es irgendwas Dringendes gibt noch. Mhm. Aber sonst würde ich erstmal vielleicht sparen. Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht weiß, wenn wir die irgendwas in den Phasen frei... Obwohl, das könntest du mal durchklickern. Ob da irgendwo steht, schaltet zusätzliche Shops, Shop-Items frei. Oh, wo kommt ihr denn her? Nee, gibt's nicht. Okay, super. Dann kann ich shoppen gehen. Ja. Oh, noch ein Alpha. Alter, wie viele Alphas laufen hier rum? Sei Dank, endlich fertig. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Adias, Psychopusierende. Hallo, hallo, hallo! So. Ich merke, du hast gerade das Wichtigste gekauft. Sticker! Ja, und Bauzäune. Oh, ja, das auch.
Wir haben noch 6 Tickets. Gleich 7, wenn ich noch was schredder. Oh Gott. Wir müssen aber irgendwann jetzt bald mal den Fabrikwagen auch kaufen. Ja, aber ich würde auch keine DNA-Punkte mehr schreddern. Warum? Weil... was war das? Du kannst die später für Inhalatoren brauchen und die kannst du echt gut gebrauchen, wenn es um Atomkraft geht. Wenn wir aber unsere ganzen Sachen da schreddern, können wir kaum Inhalatoren herstellen. Hm. Ja gut. Ich habe nur noch eins geschreddert, weil ich dann noch ein Ticket freigeschaltet habe. Die restlichen 3 packe ich wieder zurück. Wo haben wir eigentlich jetzt Treibstoff? Unten wahrscheinlich, ne? Nee. Aktuell noch komplett bei der Ölfabrik. Ja, also... Ach so, am Arsch der Welt meinst du? Ja, aber da kann man schnell hinreisen, das geht eigentlich. Du hast doch so einen Turbo Hypertube-Gedöns dahin gebaut, oder nicht? Ja. Dann ist das doch gar kein Problem. Ja, denke ich halt auch, ne? Flump. Oh, das ist jetzt dann auch das erste Mal, dass ich mir das da hinten anschaue. Oh. Ich war da noch gar nicht. Ja, also dekotechnisch ist da nichts passiert. Ja, ich habe nur gestern im Stream gesehen, wie du die Zugschienen dahin gebaut hast. Ja. Weil ich arbeite, wie gesagt, immer noch mit dem Biotreibstoff für meinen Jetpack. Das kann man schlecht. Mit dem richtigen Treibstoff eigentlich auch länger fliegen? Ja. Oh. Ehrlich? Aber ich weiß nicht, wie viel. Also es kann auch sein, dass der schlechte ist. Geht doch. Achso, wo werden Quarzkristalle gelagert? Direkt Ausgang zur Stahlproduktion. Ja. Ah. Also direkt am Rohr. Mhm. Wiedereintritt des Frachters. So, direkt am Ausgang der Stahlfabrik. Das wäre ja dann... Nee, Ausgang Rohr von der Stahlfabrik. Geh mal zu dem Katapult. Und da siehst du so 3 kleine Lager. Rechts von dir jetzt. Und das mittlere. Perfekt. Und ganz links ist Sam Ohr. Oh. Ja. Fuesplatte. Alternativ Stahlrahmen. Stahlrohr plus. Da bin ich mir noch unsicher. Das würde ich jetzt noch nichts auswählen. Oh, oh, da will ich nicht hin.
Oh, nice. Was tue ich hier eigentlich? Das weiß ich nicht. Was tust du eigentlich? Ach, nix. Nach nix klingt das aber nicht. Ich habe was festgestellt. Verdammt. Was zur Hölle war das denn jetzt? Oh, Achievement. Nice. Oh. Aber hey, wir haben ein von vier Produkten gleich schon fertig für die verbesserte Aluminiumproduktion. Wie meinen? Für den Frachter. Für den Meilenstein. Oh, wow. Ja. Wir haben gleich den Kupferdraht schon fertig. Das würde ich jetzt auf eine Kategorie einstufen, das zählt noch nicht. Doch! Voll Fiesling. Okay. Du würdigst meine Arbeit gar nicht. So. Ja. Nö. Was denn? Nix. Oh, Gott sei Dank. Oh, die Kacke ist schon wieder auf. So, für Aluminiumgehäuse brauchen wir Aluminiumbarren. Das geht noch. Die Aluminiumplatten, dafür brauchen wir Kupfer und Aluminiumbarren. Für die Aluminiumplatten, so. Ja. Warte mal, was brauche ich für den Meilenstein? Was ist das hier? Funksteuereinheit. Schwut, können wir die überhaupt schon machen? Ich glaube nicht. Müsstest du mal unter O gucken. Obwohl, das kann sein, dass du dafür nur ein Aluminiumgehäuse und einen Computer und so weiter brauchst. Können wir noch nicht herstellen. Müssen wir erst freischalten. Ah, okay. Aber das ist ein Meilenstein, wo ich sag, der ist noch halbwegs machbar. Mhm. Oder nicht? Ja, definitiv. Weil ich denke mal, aus Aluminium und Aluminiumgehäusen, also aus Aluminium kannst du Aluminiumgehäusen machen. Das wird ein Kindergeburtstag sein. Ja. Hier wollte ich nicht hin. Hä, wo ist denn hier das Schiffwrack? Oh. Da. Oh. Puh, Glück gehabt. Aber der Tatsache geschuldet, dass ich mich gleich noch unter die Dusche begeben muss, werde ich jetzt noch kurz die 1000
Kunststoffplatten holen und werde mich dann verabschieden für den Abend. Okay. Ja, ich werde dann... Hilfe. Suchen gehen. Oh mein Gott. Meinst du im Bauxit vorkommen? Okay, das holen wir nicht. Was? Was willst du suchen gehen? Ich bin fast gestorben und jetzt gehe ich Hilfe suchen. Ach so. Oh. So. Ich habe einen Teil dazu beigetragen. Das sehe ich leider nicht. Ach so, ja. Ich habe zumindest schon mal die 200 Computer und die 1000 Kunststoffplatten da reingeschmissen. Ja, sauber. Mhm, jetzt fehlen nur noch 200 Aluminium... Platten? Alkat Aluminiumplatten, genau, die mit Kupferbarren. Und 400 Aluminiumcontainer. Ja, jetzt weiß ich nicht, was nerviger ist. Naja, solange du ein Kupfervorkommen in der Nähe hast, ist es nicht so schwer. Aber auch die Aluminiumdinger sind nicht so... Die Kanister sind nicht so schwer, weil du musst halt einfach nur das Aluminium weiterverarbeiten in einem Verarbeiter. Ja, okay, dann ist entspannt. Oh nein, Wüste. Oh Gott, Hilfe. So, irgendwas wollte ich hier noch machen, aber ich habe absolut vergessen, was. Ja, naja, egal. Ich, du spielst noch ein bisschen, oder? Nee, ich würde dann jetzt auch Feierabend machen. Okay. Ich schau mal eben. Okay, ich glaube, ich werde einfach in den Feierabend entlassen. Beim Morgen müssen wir ja auch wieder arbeiten, ne, meine lieben Freunde. Entschuldigung. Musst du mir den Feierabend so verderben? Entschuldigung. Was, arbeiten? Ja, natürlich arbeiten. Ja, leider. Irgendwie muss man sich ja das Hobby finanzieren, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen... Leider schon. Also irgendwie habe ich mir die Kabelrutsche schneller vorgestellt. Nee, die ist tatsächlich nicht so wahnsinnig schnell. Übrigens, wenn du den Kameramodus aktivierst, geht die Kabelrutsche aus. Ups. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das gerade eben einfach mal so festgestellt habe, aber... Na, dann ist ja gut. Ja, arbeiten. Oh, ich habe keine Lust. Oh, ich bin fast bei dir. Willst du noch ein Achievement freischalten? Oh ja, gerne. Okay, dann komm mal zu dem Energiemast. Oder Strommast. Ach so, dem, ja. Ich bin auf dem Weg. Ich auch. Meinst den... Bei dir an der Base. Wo hast du den hingestellt? Beim Kohlevorkommen. Ach da. Oh, passt ja perfekt. Aber bitte auf dem Weg keine Monster killen. Okay. Ah. Damit musste man ein Monster überfahren. Warte mal eben, bleib mal stehen.
Moment. Ja, go. Das war ein Baum. Nein, ich habe eine Kreatur getroffen. Und hast ein Achievement bekommen? Ja, ich habe den Vogel überfahren. Obala. Das war ich nicht. Ja, passt. Wunderbar. Dann fliege ich nochmal eben zurück zu meiner Fabrik, um. Achso, komm mal mit. Ja, Moment. Da war was im Weg. Ja, Stein. Oh Gott, Hilfe. Ich lasse es lieber. Auf, wo bist du? Da. Ja? Sieht jetzt aktuell so aus. Das gleiche werde ich da drüben auch noch machen. Genau. Finde ich gut. Oh Gott. Was? Oh. Du hast ja auch diese Turbolatschen an, ne? Ja. Spring mal bei mir auf den Kopf. Passt. Ja. Eieieiei, oh Gott, da wird dir ja kotzübel. Oh Gott. Ja, genau, also so werde ich das auf der anderen Seite dann auch noch machen. Dann kommt das Energie-Dingsbums da erstmal provisorisch an einen anderen Ort. Ja. Und dann das hinterher ja auf den Turm drauf, wo ich dann auch das komplette Power-Control drüber laufen lasse. Ja, und weißt du, was wir dann machen müssen? Nein. Und wir müssen noch ein paar mehr von denen bauen. Ja. Und die dann so ausrichten, dass man damit transportiert werden kann. Weil wenn man dann da reinfliegt, will ich gern wissen, was passiert, wenn man gegen ein anderes gegenfliegt. Oh, wow. Nicht, dass so dung, 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 so à la Pinball. Mhm. Naja, mit dem Ausblick auf das, was... Boah, ich habe heute echt nicht viel geschafft, ne? Was soll ich denn sagen? Oh, naja, wir sind in Phase 4 angekommen. Das zählt bestimmt auch als etwas. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bei mir wird es vermutlich entweder Mittwoch oder Donnerstag weitergehen. Oder vielleicht auch an beiden Tagen mal gucken. Nur morgen definitiv nicht. Genau. Und selbstverständlich wieder mal Satisfactory, was auch sonst. Genau, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht und bis dann. Genau, ich hau jetzt auch rein. Also wünsche ich euch eine gute Nacht und so weiter und ich werde morgen streamen. Dann machen wir aber mal Gothic. Sonst wird man hier wahrscheinlich Malle im Kopf. Und so viel Schlager hält keiner von uns aus. Genau, also Jutz Nächt... Oh. Du hast Jutz Schlager Nächt gesagt. Oh. Jutz Nächtle euch allen und dann sehen wir uns den Mörschen. Also, gute Nacht, auf Wiedersehen, hauen's rein, bis Brian.